Im vorderen kristallinen Odenwald, südlich von Darmstadt, der Naturpark Bergstraße Odenwald. Die Geisterburg Frankenstein und in der Nähe der Ilbesberg, auch Magnetberg genannt. Hallo, wir sind auf dem Weg zum Magnetberg vom Parkplatz der Burg aus. Am Magnetberg Felsen und Felsengruppen. Einige Felsen bestehen aus grobkörnigen Gabbro-Gestein und sind hier stark magnetisierend. Blitzeinschläge werden dafür verantwortlich gemacht. Eine Kompassnadel wird beeinflusst. In der Tat ganz deutlich. Die Nadel im Kompass ist eine magnetisierende Eisennadel. Das Gestein Gabbro ist durch das Abkühlen basaltigen Magmas entstanden. Zur Mystik, zum Kult, zur Fantasy. Es wird berichtet, dass es auf dem Ilbesberg, der sogenannte Magnetberg, einen Hexenkult geben soll. Der Magnetismus der Steine soll durch Hexen entstanden sein. Nach dem Brocken im Harz soll dieser Berg der zweitgrößte Hexenkultplatz Deutschlands sein. In unmittelbarer Nähe die Burg Frankenstein mit Halloween-Veranstaltungen. Eine mittelalterliche Burg, durch den Romanheld Frankenstein bekannt geworden. Heute mit Restaurant und Möglichkeit zum Heiraten. History, befestigte Burgruine mit Ausbau. Erbauung etwa 1240. Damalige Besitzer, das Adelsgeschlecht der Herren von und zu Frankenstein. Im 16. Jahrhundert wurde viel gebaut und erweitert. 1670 Verkauf an Landgraf Ludwig VI. Von Herren Darmstadt. Danach Verfall der Burg und Vandalismus. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte von Großherzog Ludwig III. Restauration und bauliche Erweiterung. Heute ein Ausflugsziel und Veranstaltungsburg. Hallo, die Film-TV Alf-Produktion präsentiert seit über 10 Jahren Filme zur History, Land, Leute, Völker, Bauten und zu Naturdenkmälern der Erdgeschichte. Ein weiteres Thema aus der medizinischen Naturwissenschaft. Chemie und molekulare Wirkprinzipien von Wirkstoffen, Arzneistoffen und toxische Stoffe im Körper. Hier werden naturwissenschaftlich medizinische Kenntnisse vorausgesetzt.